Für den Text zu den Kaufentscheidungen haben Sie zwei Quellen verwendet. Die Definitionen stammen aus einem Buch und die Umfrageergebnisse aus einer Internetquelle. Wie sollen Sie die Quellen im Text behandeln? Mit Quellen sind hier Bücher oder Beiträge aus Fachzeitschriften oder auch Internetquellen gemeint, aus denen Sie Informationen verwenden. Dabei kann es sich um Definitionen handeln, um die Ergebnisse von Untersuchungen oder um Meinungen. Beim Thema Umgang mit Quellen sind zwei Fragen besonders relevant. Erstens, was muss man mit Quellen belegen? Und zweitens, wie macht man das? Zur ersten Frage. In den Wirtschaftswissenschaften geht es häufig um Konzepte, um Begriffe. Wenn Sie sich zu Kaufentscheidungen äußern, sollten Sie schreiben, was Kaufentscheidungen sind. Und Sie sollten deutlich machen, woher Sie das wissen. Denn dass man zwischen vier Typen von Kaufentscheidungen unterscheidet, haben Sie sich nicht ausgedacht, sondern eine andere Person. Und auf diese Person sollten wir verweisen, weil man damit verstehen kann, worauf Sie sich beziehen und weil es ehrlich ist. Sie sollten auch deutlich machen, woher Sie das Zahlenmaterial haben. Wenn Sie schreiben, dass 80% der Kaufentscheidungen bei Kleidung von Online-Empfehlungen beeinflusst werden, sollten Sie angeben, woher diese Information stammt. Es kann auch sein, dass Sie eine Meinung übernehmen. Ohne Bezüge auf Quellen kommen Sie normalerweise in folgenden Abschnitten aus. Die Einleitung schreiben Sie selbst, die Zusammenfassung schreiben Sie selbst. Auch die Empfehlung für die Boutique stammt von Ihnen. Hier können Sie keine Quellen angeben. Die zweite Frage ist, wie man Quellen angibt. Die Antwort ist, es gibt viele sogenannte Zitationssysteme. Wählen Sie das Zitationssystem, das Ihnen von der Hochschule oder von Ihrer Dozentin, Ihrem Dozenten empfohlen wird oder das Sie für sinnvoll halten. Und verwenden Sie immer das gleiche System. Zudem sollten Sie den Unterschied kennen zwischen einem Kurzverweis oder Fußnote und dem Literaturverzeichnis. Und Sie sollten verstehen, welche Funktionen Kurzverweis und Literaturverzeichnis haben. Im Text oder in der Fußnote verweisen Sie kurz auf die Quelle. Hier schreibt der Student, Tommen und andere, das sind die Autoren, 2017, hier ist das Buch erschienen, Seite 59 bis 60. Er verweist damit kurz auf das Buch von Tommen und anderen Autoren, das er im Literaturverzeichnis aufgeführt hat. Im Literaturverzeichnis gibt er die vollständige Quelle an. Tommen Jean-Paul und andere, 2017, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 8. Auflage, Wiesbaden, Springer Gabler. So verwenden Sie Quellen in Ihren Texten.